Ja, also wieder bei Pokémon Ranger 2. Beim letzten Mal wollten wir uns eigentlich zur Haruba-Wüste aufmachen. Auf dem Weg dahin haben wir uns eben nebenbei noch selbst eine Mission erteilt und versuchen hier gerade unter Wasser einen Weilord zu retten. Blubberiblub. So, du bist also der Grund dafür, dass die Fallen überall ausfallen. Wenn du die letzte auch noch demolierst, könnte das Weilord hier amok schwimmen. Das könnte für uns alle das Ende bedeuten. Ich will es immer noch retten. Ja. Also gut, du zwingst mich, das hier zu tun. Ich lehne die Verantwortung für alles ab, was jetzt mit dir anstelle. Na dann. Go Seedra King, bitte sei nicht so doof wie deine Vorgänger. Oh, sogar ich mit Bossleiste und alles. Seedra King von Nachtschatten greift an. Du Gott, du machst den Kack auch. Okay, das machst du dann auch nochmal, so ein Blubstrahl. Na, jetzt machst du da wieder was Gefährliches. Yo. Didn't see that coming. Nein! Ich konnte es nicht mal rechtzeitig löschen. Sollen wir wieder ein bisschen warten? Huch, plötzlich habe ich wieder abgesetzt. Moment, nicht dahin. Wollte gerade sagen, ja. Da schießt er ja seine Blasen hin. Na? So. War eigentlich nicht wirklich schwer. Ich habe mich nur blöd angestellt. Aber gut, war ja nur so eine kleine Nebenmission. Nee. Egal, Level up. Level 31. Sehr schön. Puff. Und tschüss. So. Blub, blub. Na, wie soll ich das bloß dem Boss erklären? Das Meer war zu salzig. Ich dürfte als Entschuldigung ein bisschen flach ausfallen. Und die letzte Falle. Darf ich danach noch das Weilord fangen? So. Und war im Weilord doch sicher wieder gut. Alle Fallen wurden zerstört. Guaro! Das Weilord ist wieder frei. Guaro! Weimar freut sich. Das ist doch schön. Mission geschafft. Nur ohne Pose. Das Weilord ist ein Freund von Jan geworden. Das ist cool. Oh, und direkt Verzeichnis. Zu groß, um gefangen werden zu können. Ja, Du nicht so ziger gut, Menschen Ranger. Was? Was wollt ihr? Jetzt sitzen wir bis zum Hals in dieser Blub, blub. Dieser Schweinerei. Vielen Dank auch. Jetzt müssen wir improvisieren. Blub. Wir müssen diese Typen überzeugen, dass dieses Weimar die Lösung seiner Probleme ist. Ist das Ding nicht viel zu klein? Ist nicht wirklich ein toller Ersatz für ein Frachtschiff, oder? Hey, das ist ein hochmodernes Weilord Mini. Elegant, kompakt, beste Kurvenlage, niedriger Verbrauch. Vielleicht kommen wir so damit durch. Blubber, blubber, blub, blub. Geniale Idee, Mann. Guaro! Lass das Weimar bitte hier. Dann los, lass uns mit dem Weimar abhauen. Knutsch unsere Flossen, Ranger. No! Guaro! Ich glaube, das Weilord ist jetzt ein bisschen böse. Minimal. Ja, ne? So kann man auch hier mal eben hin. Ach, Silver. Jan, das ist eine Überraschung. Ich hätte so einen Verdacht bei diesem Ort. Hätte allerdings nicht gedacht, dass es dir auch auffallen würde. Du bist auf den Weilord gekommen? Wie war das? Du bist eigentlich nur hier, weil du ein entführtes Weimar verfolgt hast? Na, das soll mich doch. Wie auch immer, nachdem wir uns getrennt hatten, habe ich weiter nachgeforscht. Und dabei den Hubschrauber gefunden, der den Schattenkristall befördert hat. Die Verfolgung des Hubschraubers hat mich schließlich bis hierher geführt. Altrus Bohrinsel sitzt direkt auf ihrem Unterwasserölfeld. Mir war gesagt worden, der Laden wäre längst aufgegeben. Schätze, die Gerüchte sind nicht ganz auf dem neuesten Stand. Dieses Ölfeld muss untersucht werden, aber hier stinkt es stärker nach Gefahr als überall sonst bisher. Diesmal meine ich es ernst, ich brauche deine Hilfe.
Ja, ich weiß, du solltest weiter zur Wüste. Aber hier haben wir alle hinterher die Gelegenheit, diesen Fall zu knacken. Diese Chance dürfen wir nicht verpassen, also bleib in meiner Nähe. Voicemail, Silver hier. Ich bin auf Aldros Unterwasser-Ölfeld. Jan ist bei mir. Ich möchte mir Jan für kurze Zeit als Partner ausborgen. Untersuchungen an diesem Ort erkläre ich von jetzt an zur höchsten Priorität. Klär das bitte mit der Vorsitzenden Gerda ab. Behalte dich doch bitte ein bisschen, Linda. Oh, richtig, tut mir leid. Ich wollte Rhythmia sagen, Süße. Schönen Dank auch, Rhythmia. Sagt der Vorsitzende Gerda, dass ich ihr für ihre Weisheit danke. Die Verhandlung hat ihr okay gegeben. In dieser Mission sind wir Partner. Warte mal kurz, lass mich noch schnell deinen Funker wieder aufladen. So, das muss reichen. Abmarsch! Okay. Das kam jetzt irgendwie random, aber okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich entschuldige mich für unser nicht angekündigtes Auftauchen hier. Die Produktion der Konmin-Einheiten ist so rasch wie möglich zu beenden. Das Personal muss zum Hauptprojekt hinübergelegt werden. Setzen Sie diese Punkte auf die Agenda. Betrachten Sie das erledigt, Boss. Das gleiche gilt auch für unsere vortrefflichen Persönlichkeiten vom Sinnestrio. Die Entwurfsdaten der unglaublichen Maschine werden jedenfalls in Kürze gelöscht. Es war eine große Ehre, Sie bei uns zu Gast zu haben. Tschüss, Sinestrio. Und der Chef dann wahrscheinlich auch. Der Hubschrauber vom Boss ist schon ein tolles Gerät. Starken Winde bereiten dem Hubschrauber nicht die geringsten Probleme. Ich wünsche, wir würden über solches Gerät verfügen. Ich verstehe dich ja, aber Hubschrauber sind einfach zu klein, um Pokémon und Kolgigas zu transportieren. Unser Taucherteam sollte wirklich bald ein Vylord fangen. Das würde das Frachtschiff ersetzen, das wir an die Ranger verloren haben. Das Vylord können wir dann der Marineeinheit überlassen. Ich habe hier andere interessante Neuigkeiten. Der Boss hat mir etwas versprochen. Wenn die unglaubliche Maschine vollständig ist, werde ich befördert. Hogwarts, ihr wartet eine Führungsposition auf mich. Wenn dieser Tag kommt, sorge ich dafür, dass ihr mich ins Hauptquartier begleitet. Und jetzt genug. Zurück an die Arbeit. Ich meine, waren wir schlau genug, nicht direkt da rauszuspringen. Mir scheint, wir haben die Geheimbasis der Nachtschatten gefunden. Aber was hat es mit dieser unglaublichen Maschine auf sich? Jan, bist du bereit? Wir ringen das feindliche Versteck ein. Du rettest das entführte Valmar. Ich werde mal einen Blick auf die unglaubliche Maschine werfen. Versuch die Geheimnisse dieser Basis aufzudecken. Wenn möglich, zerstöre sie. Das ist unsere Mission. Yay! Neue Mission! Los geht's. Wir arbeiten auch trotzdem weiterhin zusammen. Ja gut, den Staraptor brauche ich jetzt gerade nicht. Ich bleib einfach mal hier. So. Erkunde das Unterseeversteck. Okay. Ich bin mal gespannt. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool, dass ich unter See hier so einen Versteck habe. Oh, Magneton. Hatte ich das schon mal? Ich glaube nicht. Oder doch? Es ist trotzdem nicht so cool wie unser Magneto. Aufladen 5. Oha. Jo. Nimmt man gerne. Na dann. Ab ins Versteck. Hundus, da hatte ich schon mal, ne? Aber Hundemon wahrscheinlich nicht. Hundus, da hatten wir schon mal Hundus da? Ich bin mir nicht sicher. Mach doch nicht sowas. Naja. Easy. Ne, Hundemon hatten wir auch schon anscheinend. Schon angucken. Ja. Und Pokestärke Unlicht und du hast auch Unlicht und Brand. Da komme ich wahrscheinlich nicht rüber. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwas haben, um das auszuschalten. Oh, hi. Dieser Generator versagt die Falle im Korridor mit Energie. Er darf nicht ausgeschaltet werden. Was machen die Pantymos da? Okay, eingeprägt. Spüre die Gegenwart deiner finsteren Macht. Hi. Ein Ranger! Sogar zwei davon! Ich bin gerade nur so ganz für mich die Wartungshinweise durchgegangen. Tu doch einfach so, als hätte ich überhaupt nichts gesagt. Sonst werde ich bei Team Nachtschatten wieder rausgeworfen. Wieder? Überladen brauche ich da.
Nein, ich will mich nicht heilen. Nee, wir hatten noch keinen Pantymos. Dann nehmen wir es mit. Mal gucken, was wir so können. Auf jeden Fall sehr witzig gehen. Oh Gott, so einer bist du. Oh Gott. Ich habe es geschafft, es zu fangen ohne Schaden, immerhin. Oh, Teleport. Und der S-Rang. Sehr schön. Ich muss mich noch irgendwas mit überladen finden. Da wäre noch eine Tür, aber oben war auch noch eine Tür. Schauen wir mal. Oder kann ich hier gar nicht lang? Ne, hier kann ich gar nicht lang. Brauche ich auch überladen. Okay, ich merke schon, überall überladen Pokémon finden. Also, du bist nur die Wartungshinweise durchgegangen. Dann ist ja gut. Oder schön, der Balkon Minis gerade her, sehe ich gerade. Hallo, Machomai. Ich werde sicher auch noch irgendwo brauchen. Wie hast du mich da noch erwischt? Laberkein. Alter. Was hast du bitte für eine Reichweite? Das ist Luzertrümmer 3. Watt. Das ist schon ziemlich erbärmlich. Ich nehme dich mal mit. Ich glaube, du hast überladen 2. Yo. Hatten wir nicht schon mal... Meine Güte. Bin echt zu blöd zum Fangen gerade. Hatten wir schon mal ein Luxio? Ich meine schon. Ja. Du hast es aber ganz gut gewehrt, so von der Stärke her. Einfach mal die ganzen Pantymos so ignorieren. Nichts gesehen. So, die Sache ist aber, du hast nur überladen 2, ne? Ja, das heißt, ich muss in den anderen Raum da oben. Vielleicht finde ich, kriege ich doch ein Luxtra. Ist ja cool. Weil hier, Dingens doch hat doch ein Luxtra, oder nicht? Silver, ist das nicht sein Partner-Pokémon? Kann er nicht da irgendwas machen? So. Sag einfach deinem Luxtra einmal bitte da angrillen und fertig. Oh Gott, Apollos. Die nerven doch wahrscheinlich nur wieder. Hört mal, ihr Eindringlinge. Blitzer, schnapp sie dir. Hi. Einfach von der Seite gerammt. Irgendwie dachte ich, er schießt seine Bälle noch und deswegen wollte ich einfach weitermachen. Die Outlines sind gerade sehr interessant aus von dem Blitzer. Ach guck mal, da haben wir auch überladen. Theoretisch. Also wir kriegen es ja nicht. Ich habe glaube ich links noch irgendein Pokémon gesehen. Wenn ich nicht erkennen kann, was das da oben jetzt sein soll, spontan. So, was soll ich jetzt noch tun? Wie sehen jetzt die Richtlinien für so etwas aus? Ach, das waren... Doch, komm, Name. So eins der Pokémon, die man gerne vergisst. Voll genau, Morterpel. Achso, da unten hast du was gemacht. Ich habe das gar nicht gesehen. Ich dachte mir so, okay, steht rum. Passiert nichts. Hä? Nur das Zerschneiden. Okay. Giftstopp erst gar nicht bemerkt. Gut, dass ich da nicht zufällig meine Linien stehen hatte. Ah, und da haben wir das Luxtra, das Versprochene. Du schießt Blitze auf den Boden. Wow. Ich hatte schon fast Zeit zu reagieren. Alter. 12 Schaden. Jetzt will ich damit auch mit Aufladung fangen. So. Ja, ich habe gerade wieder ein bisschen gefressen. Oh, Balladen 3.
will wenigstens meinen B-Rang noch rausholen. So, Magneton. Lad mich mal auf. 50 KP. Läuft. Jo. Kann man mal machen. Oh Gott, geht weg, Alpolos. Brauche ich nicht. So. Dann können wir da jetzt auch die Falle überladen. So. Er hätte das Ganze einfach sparen können, indem Silver seinem Luxer gesagt hat, schock das Ding mal, aber wie wir ja wissen, hat er keinen Bock drauf. Oder so. So. Ciao, Luxer. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht noch einen Luxer direkt mitnehmen. Ich würde einfach mal sagen, nein, und deswegen gehe ich einfach weiter. Nehmen wir das Magneton mit. Das hat gerade gut geholfen. Danke, Spiel. Dass du dich genau da hinstellst. So, manchmal denke ich mir, boah, scheiße, habe ich Glück gehabt. Und so manchmal denke ich mir einfach nur, boah, scheiße, habe ich kein Glück gehabt. Heute, glaube ich, ist eher so, boah, scheiße, ich habe ja kein Glück. Wie sich die Pokémon da hinstellen. So. Hi. Ihr solltet hier nicht so herumstüffeln. Tuska, greif sie an. Ich wollte gerade sagen, irgendwie kam da gerade erst nichts. Tuska, Angriff. Tuska? Tja, Tuska hat ihn verlassen. So, geh weg. Das hat nicht so ganz geklappt mit geh weg, meine Fanglinie. So. Aber das zählt jetzt doch wieder als Gruppen. Aber Gruppenfang, denke ich, heißt einfach nur, ich habe zwei Pokémon gleichzeitig gefangen, oder nicht? Also halt ohne einmal abzusetzen. Ich gehe mal wieder ganz billig, okay? Naja, mach du dich auf den Weg. Ich gehe dann hier weiter. Ui, das sieht cool aus. Da würde ich zwar wahrscheinlich nicht sein wollen, aber das sieht cool aus. Ach, das ist unser Walmar. Wie auch immer das durch die Tür gepasst hat. Das Walmar ist demnach also hier drin. Ich werde diese Ebene weiter erkunden. Du kümmerst dich um das Walmar. Trennen wir uns für den Moment. Okay. Dann gehe ich mal dem Walmar hinterher. Darf ich wieder rausgehen? Eindringling entdeckt! Los jetzt, irgendjemand muss den Ranger aufhalten! Auf keinen Fall! Ich bin nicht so stark wie Yossi. Du machst das. In puncto Feigheit übertreffe ich euch alle. Schon gut, ich mach das. Moment, wieso ich? Sieht mir gar nicht aus wie ein gewöhnlicher Ranger. Ich weiß das. Los, entschuldigen wir uns. Es tut uns auf alles furchtbar leid. Jetzt haben wir den Ranger eingewickelt. Angriff! Oh Gott. Die Bummelsarmee. Okay. Das war interessant. Nur, dass das ein 10. Fang war, kann ich verstehen. Bei so vielen auf einmal. War es 8 oder war es jetzt 10? Ich habe es nicht genau hingeguckt. Ich würde spontan sagen 8. Alter, das Geräusch. Entschuldigung. Perfekt, so zugelegt. Wir müssen zu hoher Gewalt greifen. Ja genau, los, machen wir. Wir sind zu 7. Schieben wir den Ranger einfach raus. Alle, auf 3. 1, 2, 3. Der Ranger ist draußen. Sieg für Team Nachtschatten. Verschließt die Tür, damit er nie reinkommen kann. Kachung, erledigt. Man muss es denen sagen, das war eigentlich gar nicht mal so blöd. Nee, das war wirklich gar nicht mal so blöd, eigentlich mich rauszuwerfen. Wenn die mich schon mit normalen Mitteln nicht besiegen können. Was hast du sozusagen? Was willst du? Den ganzen Tag Kombinierenheiten zusammenbauen ist so langweilig. Du bist eine willkommene Abwechslung. Erstmal eins verwenden. Oh. Interessante Pokémon auf jeden Fall.
Hab ich nicht. Komm, benutzen wir es einfach direkt mal. Wow. Hat er gerade Schaden genommen jetzt eigentlich? Ich glaube nicht. Macht das überhaupt Schaden so wirklich? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas gebracht hat, aber es sah witzig aus. Und es hat mein Level abgebracht. Power plus 10 Watt! Was ich immer für Boni bekomme. Es klingt aber immer noch so viel, aber ich glaube, das ist gar nicht so viel eigentlich. Hip hip hurra für die neue Traumenergie. Öl AD. Okay. Einfach random Team. Nachtschattengeist hier. Ihr seid so random. Das ist irgendwie witzig. Ist der nächste random Typ drin? Sogar zwei. Sag mal, irgendeine Ahnung, wer da ist? Wer das da ist? Siehst du das nicht an den Klamotten? Aber was wir haben, ist natürlich jemand, der in einem Actionfilm mitspielt. Na gut, aber da wäre noch was. Was sollten Schauspieler hier wollen? Das weiß schon, das ist eine von diesen Filmsachen. Die sind vor Ort, hier wird gefilmt. Irgendwo steckt eine Kamera, die ganze Zeit aufzeichnet, während sich die Szene vor uns entwickelt. Ah ja, und was ist das für ein Film? Los, sag's mir, wie heißt der Film? Das könnte schon anders sein als Pokémon Ranger vs. Team Nachtschatten. Und ich bin in der Hauptrolle? Finde ich cool. Haben wir irgendwas? Kampf. Okay. Oh, komm, hauen wir einfach drauf. Nutzen mal die ganzen Poke-Stärken hier. Keine Ahnung, wie viel Power das jetzt wirklich gebracht hat, aber... Oh, cool. Kramschiff war auch neu. Sehr schön. Der nächste S-Rang. So kriegt man die ganz leicht. Und tschüss. Das Spiel haben wir zwar verloren, aber dafür spielen wir in einem Film mit. Das ist gleich doch bestimmt das wieder aus, oder? Ja, sicher. Wenn sie in unsere Szene nicht rausschneiden. Bop, bop, bop. Einfach rausgecuttet. Was haben wir denn in der nächsten Tür drin? Vorsicht vor dem Scantank-Angriff. Nase stets geschlossen halten. Tür ist verschlossen. Oh, kein Scantank. Oh, ist wirklich klug. Die hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Oh Gott, so einer bist du. Ja, so einer bist du. Oh nein! Wow, das war schön in die Flamme rein. Zweimal. So. Ich hoffe, ich muss nie gegen Geister-Pokémon spielen, die ein bisschen bossiger sind. Das könnte nämlich sehr eklig werden, wenn die sowas machen wie das hier. Magneton, noch ein Hundemon. Ja, dann noch ein Alpollo, das kann ich auch ignorieren. Dann halt hier lang. Ah, da ist sogar ein Speicherpunkt. Hi? Der Wächter schläft praktisch schon. Sieht ziemlich überarbeitet aus. Sind die alle am Penny oder was? Okay. Was macht ihr da? So, ich habe die Blaupausen der unglaublichen Maschine von diesem Pilzkopf hier. Oh, hallo. Hilf mir an. Ich bin das Albert. Der Typ hier will mich verprügeln. Ihr hinterhältigen Ranger. So leicht kommt ihr mir nicht davon. Hi? Oh Gott. Pack doch die Pantymosse wieder ein. Moment. So, hier. Pokestärkegeist. So, und jetzt schnell noch das andere fangen, bevor er irgendwas macht. So. Im Endeffekt hat die Geisterkraft nichts gebracht, aber das gibt nochmal hier einen Bonus für gelungene Pokestärke. So. Weg mit den Dingern.
Ich hasse es zuzugeben, aber ich bin heute einfach nicht in Form. Professor Albert, wenn sich die Chance ergibt, hauen Sie ab. Sagt er und lässt ihn erstmal zurück. Jan, du kennst den Kleinen hier. Natürlich kennen wir uns. Jan und ich waren in derselben Klasse auf der Ranger-Schule. Jan ist ein Ranger geworden, während ich Wissenschaftler bin, aber wir arbeiten beide gleich hart. Moment mal, was geht hier vor? Der Schüler der Ranger-Schule arbeitet im Versteck von der Team Nachtschatten? Was soll das? Er steckt mitten in einer Geheimgewahres. Ist keine Zeit zum Quatschen. Dieses Kind nehmen wir mit zur Ranger-Vereinigung. Professor Hastings wird sich bestimmt darüber freuen. Echt? Ich darf Professor Hastings treffen? Ich komm mit, bitte nehmt mich mit. Ja, aber hier ist schon ganz in Ordnung. Es gibt jede Menge Bücher und die Leute sind nett. Eine Ranger-Vereinigung, das ist schon eine starke Versuchung. Solange ich mich in der Forschung stürzen kann, werde ich überall mitgehen. Aber bevor ich gehe, würde ich gerne noch Herrn Tolero auf Wiedersehen sagen. Ich denke, das schulde ich ihm. Herr Tolero müsste auf der untersten Ebene sein. Wäre es in Ordnung, wenn ich mich von ihm verabschiede? Kein Problem, ich denke, wir werden diesen Tolero zusammen einen Besuch abstatten. Hm, ja, ja, die unterste Ebene, richtig? Ja, da sollten wir vielleicht mal hingehen. Hint, hint. Na gut. Ich würde aber sagen, es ist gerade ein perfekter Zeitpunkt hier neben dem Speicherpunkt, einmal Pause zu machen. Und das war's dann für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.